Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz, Random Design and Hype Nuzlocke. Erstmal einen Tee schlürfen. Professionell und so, ne? So, tut das gut. So. In der letzten Folge haben wir in der Strandgrotte, beziehungsweise eigentlich auf dem Schiff, im Schiff, wie auch immer, Team Plasma so richtig den Hintern versohlt. Jetzt sind wir hier in der Riesengrotte, wo die sich als nächstes aufhalten sollen. Da kommt auch schon Olaf. Meine Meinung habe ich kurz vorm Ende des letzten Partes gesagt. Fazit kann ich aber noch nicht ziehen, deswegen bleibt einfach dran, schaut einfach weiter und lasst uns einfach die Edition bzw. das Let's Play genießen. Sie erinnern. Dann ist es wohl an der Zeit, all jenen, die sich uns in den Weg stellen wollen, eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Yep. Hey, wir sind bereits fertig hier. Es wurde auch langsam Zeit, wir sollten uns da mal beeilen. Du bist also ganz allein zurückgeblieben, was? Dann such dir einfach aus, gegen wen du von uns kämpfen möchtest. Aber ich bin es doch. Erinnerst du dich etwa nicht mehr an mich? Das ehemalige Mitglied von Team Plasma? Ah, die Snitch. Ich arbeite jetzt als Spion für Rubius. Jetzt, wo du es sagst, dein Gesicht kommt mir in der Tat bekannt vor. Sieht auch nur aus wie jeder andere fucking Ginger von Team Plasma, aber okay. Du hast dich diese Aufgabe ja offenbar voll und ganz verschrieben. Also, alles nicht so einfach als ehemaliges Mitglied von Team Plasma, was? Nun, was soll ich sagen? N war halt immer so gut zu den Pokémon, von daher möchte ich sie jetzt ebenfalls vor bösen Menschen beschützen. Du hast recht. Wenn wir es nicht schaffen, Team Plasma den Gar auszumachen, wird es N und dir nie gelingen, euren Namen reinzuwaschen. Nun gut. Dann werde ich gleich mal mich auf den Weg machen. Krinch-chan. Oh, vielen Dank. Obgleich wir sagten, es geschehe zum Wohle der Pokémon, haben wir letztendlich doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, aber es gibt da noch etwas, das sich erledigen muss. Kann ich an uns die Snitch auslassen, ne? So, wir können hier links stärker einsetzen. Wir können aber auch, glaube ich, außen rumlaufen. Item? Nein? Mich wundert es allerdings, dass wir hier ein Fahrrad benutzen können allgemein. Okay. Zigtausend Wege. Okay. Ich glaube, oh, das als First Encounter wäre geil gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Naja, ich glaube hier links, wo Team doch gescheitert, sind wir zu langsam? Wir sind 51. Mensch, wir sind 7 Level über dir. Aber okay, gut. Da war ja links Team Plasma beim Ausgang. Ich denke mal, da müssen wir später. Wir müssen irgendein Event triggern oder so. Erstmal gucken, wie wir überhaupt lang müssen. Es gab wieder 10.000 Wege. Drück doch mal fucking Damage, Mann. Oder lass uns wenigstens auf einer neuen Route einen Tauboga bzw. einen Tauboss fangen. So, ey, jetzt müssen wir einfach Fente benutzen. Das macht alles keinen Schaden. Kurz von Level Up. So, unser Schutz ist leider ausgelaufen und wir können hier eh nichts Neues encountern. Schutz wirkt bereits. Ach. Nein, warte mal. Wenn Schutz wirkt und das war kein Random Encounter, das war ja diese Staubkacke. Hab mich gerade gewundert. Okay, hier ist nichts. Alter, es ist einfach nur ein gigantischer Kreis. Hast du schön gemacht, Mimsi, hast du schön gemacht. Gut. Fetzack ermöglicht es dir, den Stein zu bewegen. Jawohl, Fetzack. So, das ist alles nur ein Kreis, deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich alles komplett vorspulen. Dunkelklaue, nice. Warte, man kann vielleicht Outro Dunkelklaue lernen. Ich meine, das ist eine gute Attacke. Nein, aber Biene kann sie lernen. Biene hat aber eigentlich ein gutes Moveset. Nee, noch nicht. Ich würde eher sagen, dass wir mal unser Moveset mit unseren TMs abchecken. Kurz bevor wir die Top 4 antreten.
Hier geht's raus. Okay. Das will ich aber noch nicht. Hier geht's auch raus. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wo sind wir hier? Das ist eine neue Route. Wartet mal. Gehen wir wieder rein. Nee. Nee, es ist genau dasselbe. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Hier kann man auf jeden Fall runter. Das soll ein Item sein. Zink. Okay. Links noch ein Pokéball. Wie eigentlich cooler das Gameplay so ist, aber ich mache das nicht überall, weil ich das Spiel noch nie gezockt habe. Niemand darf hier vorbei, das ist ein Befehl von den sieben Weisen. So, weil ich das noch nie gezockt habe, die Edition und das komplett... What? Danke. Blindzocke. Werde ich nicht immer vorspulen, das erklärt sich auch, glaube ich, von selbst. Was auch immer das gebracht hat. Gut. Das heißt, wir können da runter... Und da hinten raus. Ich würde sagen, wir nehmen die Treppe nach unten. Und gehen mal hier raus. Gucken, was dabei rauskommt. Da geht's mit der Main Story weiter. Okay, dann gehen wir lieber nach oben. Und gucken, was da abgeht. Was ist hier? Route 13. Auf Route 13 waren wir noch nicht. Warte mal. Ist das dann auch Route 13? Es verändert sich ja nichts hier. Ein Moment. Das ist Route 13. Jetzt wird nicht mehr. Ja, ich mache nochmal eben Superschutz. Das ist Riesengrotte. Okay, ich dachte, dieses Gras hier würde zu Route 13 zählen. Nevermind. Top-Trank, okay. Aber wir haben 100 Top-Genesung, also... Nicht so nur... Okay, hier können wir nichts machen. Nee, komplett nicht. Okay. Dann müssen wir hier lang. So, und weiter geht's mit der Story. Komm her! Augenblick. Er will mit seinen früheren Kameraden sprechen. Er möchte verhindern, dass sie verletzt werden. Arr, ihr Deckköpfe. Ich werde es nicht so lange tun. Okay. Den Akzent wollte ich nicht machen, aber ziehen wir durch, ziehen wir durch. Arr, ihr Dickköpfe, ich werde es nicht, ich werde es so lange wiederholen, bis ihr es verstanden habt. Nein, okay, das machen wir lieber nicht. Jesus will die Herrschaft über die Einallregion an sich reißen. Das wäre mit dem Akzent nämlich, ich glaube, da werden einige im Kommentar offended, im Kommentarbericht direkt so am Tippen. Du bist ein Nazi! Okay, hat damit aufgehört. Alles löschen. Die Befreiung der Pokémon ist nur ein Vorwand für ihn. Ganz im Gegenteil. Die Pokémon leiden unter ihm. Golem? Ja, Alter, schon klar. Hältst du uns für blöd? Wir hören doch nicht auf das Gewäsch eines Verräters. Und jetzt kommt Olaf wieder und zieht sein Cape. Das bringt wohl nichts. Hey, Motherfucker! So, Tee ausgetrunken, jetzt bin ich voll da. Hey ihr, lasst uns gefälligst durch, Team Plasma. Wie bitte? Du willst wohl eines aufs Auge, was? Ich hole das Pokémon zurück, das sie gestohlen habt. Und der andere, den Rest interessiert den eigentlich gar nicht. Weißt du, die wollen die Weltherrschaft, die wollen alles kaputt machen, alle Pokémon töten, alles. Aber interessiert nur sein Philililililil, das vor 50.000 Jahren schon geklaut worden ist. Wenn das nicht schon mindestens gegangbankt wurde von ganz Team Plasma, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ich höre doch nicht auf das Gewäsch von Halunken wie euch. Rubius sagt, Ex-Team Plasma. Wozu habt ihr eigentlich Pokémon bei euch? Nee, Rubius hat es gar nicht gesagt. Egal. Guess. Doch wohl, deswegen, um das zu beschützen, was euch wichtig ist, oder etwa nicht. Selbst wenn eure geliebten Pokémon oder eure Überzeugungen darunter leiden, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Spiel dich hier nicht so auf, du bist auch nur ein Kind. Niemand kommt auch nur in der Nähe der Plasma-Fregatte. Mach sie alle fertig. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon. Wir müssen wieder gegen Ginger kämpfen. Gegen Ginger. So, da spule ich auch mal vor. So, ist jetzt die Frage, welche Attacke effektiv ist, weil sonst können wir es, glaube ich, nicht töten. Alles klar, hat sich direkt erledigt. Beim 50. Wumpel, nee, bleiben wir mal drin.
Dann tackle. Wow, wie süß. So. Sind aber Pokémon in Ordnung? Hier für dich. Okay, das bringt uns leider nichts, aber danke. Okay, gehen wir weiter. Zck, da kommen noch mehr. Wow, Backup. Noch mehr Gingers. In einem Moment wie diesen kommt man weder mit einem schwachen Herzen noch mit herzloser Stärke weiter. Ich werde kämpfen, um meine früheren Kameraden zu retten und einen all zu beschützen. Los geht, Olaf. Los geht, Olaf war dein Name, oder? Das Pokémon, das du suchst, müsste einer von Finstrio bei sich haben. Sie sehen ein bisschen aus wie Ninja, beziehungsweise wie Naruto. Alles klar, wenn ich es wiederbekomme, ist eure Schuld beglichen. Ist das so? Na schön, ich helfe euch dabei. Ja, bla bla bla. Damals glaubte ich, ich würde das Richtige tun. Ich wollte nur meinem König Meister in eine Welt frei von Kämpfen schaffen. Aber das war... Aber das war selbstgefällig von mir und habe nicht darauf geachtet, was meine Taten in meinem Umfeld anrichteten. Deswegen lasse ich nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine neue Route ist. Ich glaube aber eher weniger, ne? Ich glaube, das zählt aber noch zur Riesengrotte. Ja, Alter, 52. Holy shit, der Levelunterschied. Okay. Okay. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich wollte mich nur heilen. Ah, Outro ist so kacke, ne? Oh mein Gott. Und tot. Noch nicht. Holy shit, close. Dann baden wir das mal eben. Das ist sogar höher als One Punch. Ich dachte, Level 50 mit Thunderbombons würde reichen. Aber wenn hier schon 52 sind. Oh mein Gott. Oh, ich sehe es jetzt schon kommen, Alter. Ich muss 100 Pro in der Victory Road bis 70 Sonderbonbon oder so, ey. Damn. Wieso ist es schneller als wir? Du triffst. Yes. Danke. Danke. Ich werde aber Outro austauschen. Outro ist irgendwie nicht stark. Sorry. Turbine und Mixtape erstmal 52 machen. So, das kann man hier vorspulen. Das dauert sonst viel zu lange, das heilen. So, was haben wir hier für ein Item? Feuertafel. Okay. Gegen die Ginger-Brüder müssen wir nicht mal kämpfen. Gehe ich mal von aus, dass wir weiter nach oben müssen einfach. Ja, nochmal Schutz einsetzen, danke. Aber Schutz bringt hier eigentlich fast nichts mehr, weil die höher sind als wir. Naja. Dann müssen wir hier nach rechts. Oder? Ach, hier geht's hoch. Ich hab hier gar nicht gesehen. Müssen so und dann runter. So. Und dann einfach nach rechts. Müssen wir höchstwahrscheinlich ansprechen. Nope, doch nicht. Ich geh mal vor, ich bleibe hier und erkundige mich nach. Blablabla. Sag Bescheid, wenn du Philolulu und Prinz Trio entdeckst. Dann denke ich mal, müssen wir hier hin jetzt. Anders kann ich mir nicht erklären. Wir müssen gegen beide kämpfen. Und zeitgleich sogar. Ich dachte nacheinander. So. Um ehrlich zu sein, interessiert mich der Kampf halt auch wenig. Hier sind wieder auf einmal 46. Okay. Hol mal das Sodamark raus. Mixtape ist in einer verdammt ekligen Position. Gut, die kommen rein, denn beide werden Wasserattacken auf mich machen. Safe. Okay. Dann mal Antikraft. Und. Komm, Hydropumpe, auch wenn's vielleicht nicht connected.
Natürlich wird es die Attacke, was noch sonst? So, Donnerblitz, Aurorastrahl. Nice. Es hat echt gut Schaden gedrückt. Hm, das Pokémon ist scary, ich kenne das noch. Noch ein Aurorastrahl. Biene zerstört einfach alles. Erkennt Biene nichts. So, das letzte Pokémon. Oh fuck, ich habe in den falschen Slot getargetet. Okay, der korrigiert das. Davor war es ja nicht so. Also ich glaube im Dreikampf bzw. Reihumkampf war ja immer so, dass er dann auch in den Slot rein getarget ist, so gesehen, und nicht das lebende Pokémon anvisiert hat. Kurz vor Level Up. Noch ein Pokémon? Dann schaffen wir das Level Up. Fühlt sich cool an, fühlt sich cool an. Okay, dich heilen wir mal. So. Ein Crit, nice. Biene Level Up. Hier ist nichts mehr, außer unser Teleport. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Hoppla, so sieht man sich wieder. Ich bin's, das 6. Teammitglied von Team Plasma. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe Rubius kontaktiert, aber niemand wird kommen, um mir zu helfen. Alle hier reden schlecht über N, das ist schwer zu ertragen. N hat seine Fehler eingesehen und seinen eigenen Weg gewählt. Dafür nennen sie ihn jetzt ein Verräter. Die sind alle echt schrecklich. Erst haben sie einfach so extrem hohe Erwartungen an ihn und dann regen sie sich einfach so darüber auf, dass er sie verraten hätte. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Dieses Stockwerk ist ein Labyrinth aus Rohren. Indem du auf die Schalter trittst, kannst du die Rohre verbinden oder trennen. Du kannst übrigens auf den Rohren laufen. Ey, ich hab keine Lust. Sorry. Nein. Werte seien so eine Kacke. Oh mein Gott, Alter, ey. Wer macht so einen Kackscheiß? Oh, das geht mir gerade richtig auf den Sack. Oh, wie sehr ich das hasse, zweimal die gleiche Scheiße zu machen für ein gümmeliges Kackteam. Mein Gott. Einfach unnötig, ey. Einfach unnötig. Dermaßen unnötig. Es ist so dermaßen unnötig. Hier kommt der Hinweis für das Passwort. Der Name eines legendären Pokémon der Einalregion. Muss ich das hier eingeben? Oder wo muss ich das Passwort eingeben? Hallo? Oh, I see. Und dann müssen wir wahrscheinlich da runter. Ich mal stark von aus. Hier ist ein Heiler. Mercy Main wahrscheinlich. Och komm, ey. Ich meine, das ist alles ganz gut. Das gibt so viel Experience für die Victory Road bzw. Top 4, aber... ist das ätzend! Die Nerven, wie scheiße! Und so eine Art, das hatte ich auch bei Sun und Moon und deswegen konnte ich die Kacke einfach nicht mehr zocken. Das war so schrecklich. Okay, ich muss nochmal auf den Schalter. Aber meint, ich muss oben auf den Schalter. What? What? Immer wenn ich dieses Vorsprung mache und dann gleichzeitig renne, habe ich irgendwie 2 FPS. Das seht ihr, denke ich, auch, ne? Ich glaube nicht, dass meine Augen da am Arsch sind. Boost. Schade. Fluffelpuff.
Das erste Buchstabe des Passworts ist R. Jetzt sag aber nicht, ich wäre knauserig, falls du denkst, ich behalte es für dich. Also du behältst... Ach ja, Deutsch schwer, ich weiß. Du kämpfst also, um das Passwort zu erfahren, aber selbst wenn du einen Kampf gewinnst, heißt es nicht, dass du auf jeden Fall einen Hinweis bekommst. Es kann aber gut sein, dass du etwas anderes bekommst. Aha. Oh, und die Dinger sind auch mit dem Kack hier unten verbunden. Oh. Schrecklich. Meiner Meinung nach schrecklich. Okay. Die Kämpfe sprungen wir vor, den Rest lassen wir normal. Ich müsste gleich den, den Arzt da, antalken. Ich hoffe mal, wir müssen den erst besiegen und dann heilt er uns. Okay. Gargoran direkt. Okay, da bleibe ich mit Bienen auf jeden Fall nicht drin. Obwohl Kreuzdonner, wenn es trifft, er sollte tot sein. Als ob. Als ob! Come on, ey. Als ob, mach doch bitte eine andere Attacke, bitte. Kotzen. Ich kann einfach im Strahl gerade kotzen. Wenn ein Pokémon verletzt ist, spielt es keine Rolle, bla bla bla. Kann kotzen. Was bringt uns der Scheiß jetzt? Ach, meine Fresse. Ey, ich bin gerade so mad einfach nur. Ich bin so angepisst gerade einfach. Ich bin so dermaßen wütend. Ich bin so verfickt nochmal angepisst gerade, dass wir Biene verloren haben und... Drecksviech, ey. Wie erscheint benötigt man bei einem Gerät wie diesen um Passworte. Kotzen! Wir haben tatsächlich Biene verloren. Ich glaube, es ist ein Feuer-Pokémon. Ich bin gespannt, wie weit du es schaffen wirst. Okay.
Oh Mann, 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 Mann. Das ist... Die Schaden, die uns gerade drücken, einfach nur. Wir sollten schneller sein. Dusselgor. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Ich wechsle mal aus. Okay. Feuer-Pokémon, ja. Ein Flug-Pokémon. Ah, puh, du bist echt gut. Hier, das hast du dir verdient. Plasma-Karte. Mit der Plasma-Karte kannst du das Passwort eingeben. Ab hier musst du allein klarkommen. Okay. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten battlen wir uns hier mal eben durch. Hier ist auch ein Kampf-Pokémon. Hat gut Schaden gemacht. Initiative. Wir sind trotzdem schneller und RIP. So, was sagt sie? Das Passwort? Gib doch ein, was du willst. Ich mag übrigens Drachen-Pokémon sehr gern. Okay. Damit sollten wir eigentlich alles haben. Feuer, Drache. Ich glaube, beginnt mit dem Buchstaben R. War das dann nicht? Ich weiß nicht, ob Reshiram Feuer ist, aber. Whatever. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Passwort wurde erfolgreich eingegeben. Alle Barrieren wurden deaktiviert, du kannst jetzt weitergehen. Okay, ziehen wir durch. Sagt, du kannst diesen Apparat nicht zerstören. Das bedeutet, es wird dir nicht gelingen, Kyurem daraus zu befreien. Trotz meiner Worte willst du nicht aufgeben. Dann werde ich so nett sein und dem Ganzen ein Ende bereiten. Komm, deine Pokémon kennen wir. Sind genauso kacke wie er selbst. Wieso sind wir voll parat? Ich mag das Ganze gerade gar nicht. Wo sind hier Paraheiler? Gegengift auf Wecker, Eisheiler, Feuerheiler. Wir haben keinen Paraheiler. Ja. Jo, okay. Xerox. Ich glaube, das vermöbelt uns, wenn ich ehrlich bin. Gerade noch einmal, dann wäre es auf jeden Fall gut. Top-Genesung. Und nochmal Armstoß. Alter, wie viel Damage die einfach drücken, ey. Cleopatra, das war dieses Normal-Pokémon, glaube ich, diese Katze, ne? Ja. Nachthieb, ey. Nachthieb! So. Ich wurde erneut geschlagen. Schon zum dritten oder vierten Mal. Aber die Plasma wurde nur zuletzt lachen. Okay. Alles klar. Dann wird Team Plasma eben zuletzt lachen. I don't know, I don't care, wie auch immer. Ugh. Also im Prinzip eine gute Sache hat es ja. Endlich ist mal wieder ein Pokémon gestorben. Klingt dumm, ist aber so. Dass es Biene sein musste, ist so unfortunate. Biene war so stark. Ach. Whatever, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Das supports keiner, Leute. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Pokémon Schwarz-Weiß. Oh, fuck. Ich musste aufstoßen. Randomizer anderthalb Mal, so wieder. Ich bin raus. Peace.